ich bin's der Manuel, ich spiele heute mit der Mathilda auf dem Map Siegfried Line. Es sind hier 5 mit dabei, ist aber nicht so schlimm. Jetzt erstmal zu dem Panzer, was den Panzer, finde ich, jetzt so gut macht. Ich finde, der Panzer hat eine ziemlich gute Panzerung und die Kanone ist auch noch gut dazu. Sie kommt ziemlich gut durch. Es kann vielleicht auch daran liegen, dass ich nur mit Premium-Munition spiele. Warum eigentlich nur mit Premium-Munition? Das kostet ja ziemlich viel Geld. Daher, dass ich mit diesem Panzer nie so oft spiele, denke ich mir, wenn ich spiele, dann will ich auch ein geiles Spielerlebnis haben. Und das ist fast bei jedem Panzer so. So mache ich das jedenfalls, dass ich meistens schon ein bisschen Premium-Munition dabei habe, weil ich will einfach gutes Spielerlebnis haben und will jetzt nicht extra oder will jetzt nicht Geld sparen, dass ich nicht spielen oder dass ich bloß die ganze Zeit verliere, dann will ich lieber besser spielen oder so können. Für das ist eigentlich das Spiel auch da. Das Spiel ist nicht da, dass man jetzt die ganze Zeit gewinnen muss und oder keine Ahnung, auf jeden Fall kann man schon ein bisschen Premium-Munition reintun, finde ich jetzt. Ich mache meistens bei meinen Panzern Hälfte-Hälfte, außer bei so einem Typ 59 oder KV-5, weil das klappt einfach damit ein Geld wirklich nicht mehr. Ja, was ich noch brauche, was noch so gut an dem Panzer ist, ja, die Kanone ist ziemlich gut, Panzerung ist nicht so gut, ist natürlich, dass es nicht so schnell geht, aber das kann man jetzt nicht bei jedem Panzer verlangen, weil, naja, wer viel Panzerung mitschleppen muss, der ist auch normalerweise einfach langsamer. Ist so und bleibt auch so. So wie man sieht, so ein PZ4 ist gerade auch nicht durchgekommen. Ich weiß auch jetzt gerade nicht, wo er hingeschossen hat. So. Ja, es kann natürlich auch sein, dass er meinen Turm gezielt hat oder ähnliches. So, jetzt fahre ich einfach mal mit dem KV-1 vor, um den zu killen. So, jetzt mal. Geladen! 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 So, haben wir den jetzt runtergezockt? Ich habe das gar nicht gesehen. Ob ich den überhaupt getroffen habe ich ihn schon, aber ob ich ihn runtergezockt habe, ich vermute mal schon. noch erstmal Entschuldigung. Ich bin krank, deswegen konnte ich in letzter Zeit auch nicht so Videos hochladen. Geladen! Ein schöner Treffer! Geladen! Kein Weg! Geladen! Hey, ist da gerade ein Arm aus dem Panzer geflogen? Guter Schuss, Kanonier! Geladen! Der feindliche Panzer wurde geknackt! Geladen! Wie man sieht, ich bin so ziemlich gut beim KV-1 durchgekommen. Na, ja. Bei sowas jetzt würde ich die Kette nicht reparieren, einfach aus Prinzip mache ich das schon gleich nicht, weil naja, das wäre unnötig, unnötiges Geld. Ich kann es nie empfehlen, einfach die Kette zu reparieren, wenn sie eigentlich gleich repariert wäre, also man wäre jetzt, sagen wir mal so, sozusagen mit einem Schuss noch schon kaputt. Also so, mir einfach mal die Art zu holen, das wäre ein Vorteil für die anderen, obwohl wir natürlich nicht mehr so viel, na, jetzt haben wir nur die Art, also kann ich mal keinen anderen Panzer holen. Gegen den Stützpunkt könnte ich auch erobern, aber der wäre wohl die Art stehen, das ist meistens so der Fall, weil die Art, das geht einfach nicht, dass die so schnell meinetwegen bis davor fährt. Das ist einfach zu hohes Risiko, dass sie dann kaputt geht. Aber es gibt natürlich so Leute, die wohl sowas machen und dann auch gut sind, ob er jetzt nicht mit einer hohen Art die Scheiße, ich fahre da an. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob ich stehen bleiben sollte. Panzer getroffen. Wegen der Art. Geladen. Geladen. Ein guter Schuss. Ein
Geladen! Hey, ist da gerade ein Arm? Weil für die Arti reicht dann meine Panzerung dann doch nicht. Geladen! So, die andere Arti ist entweder da hinten oder da drüben. So, jetzt wurde sie schon entdeckt. Einfach mal mit Fahren schießen, auch wenn die Trefferquote nicht so hoch ist. So, jetzt hat sie geschossen. Jetzt kann ich schießen. So, und schon haben wir sie. Ja, sie haben den Fahrer beschädigt. Mein Turm, Drehkranz, Dings vom Star. Ich war der zweitbeste im Team. Schüsse abgegeben habe ich 25 direkte Treffer, 20 Wirkungstreffer, 16 Schaden, 616 Treffer erhalten, 5 Gegner bestätigt, 4 Gegner zerstört, 2 Schaden durch Aufklärung, 79. Ich musste drauf zahlen 9846 IT-Punkte und 1096 Erfahrungspunkte habe ich bekommen. Lief ja eigentlich ziemlich gut dafür, dass ich schauen wir mal nach. Naja, ist jetzt wurscht, daher ich einfach ziemlich weit unten war und eigentlich nicht so hohe Chancen hatte, ist es, bin ich trotzdem zweitbeste geworden. Ja, ist jetzt eigentlich egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über Verbesserungsvorschläge in den Kommentaren freuen. Natürlich auch über ein Abo. Und natürlich auch über einen Daumen hoch. Könnt natürlich auch, wenn ihr es wirklich so schlecht fandet, könnt ihr auch einen Daumen nach unten machen. Ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte. Und den über zu dem Matilda zum Kaufen überzeugen. Der geht übrigens sehr schnell zum Forschen. Naja, das kann man locker, also wenn man es auch wenn man nicht übertrieben spielt, kann man den mit einem auf einen Tag erforschen. Das kann man locker schaffen, auch wenn man jetzt nicht der beste Gamer ist. Kann man locker schaffen. Ja, und ja, ich bin in die Kanone, wie es jetzt heißt. Ja, das könnt ihr sowieso so sehen. Gut, dann Servus, bis zum nächsten Mal.